Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Landwirtschaftssimulator auf der Basel-Map. Letztes Mal hatten wir schon hier bei den Schafen ein bisschen Platz geschaffen. Und heute müssen wir uns als erstes mal auch weiter um die Schafe kümmern. Ups, bisschen zu niedrig. Wir müssen nämlich die Wollpaletten wegpacken. Die hindern nämlich die weitere Produktion an Wolle. Das machen wir gleich mal hier noch ein bisschen sauber. So, und dann holen wir mal die Gabel. Die stand irgendwo da drüben. Ups. Hier steht sie. Bisschen holprig hier auf dem Gitter. Ja. Oh, was ist denn hier los? Dampft ganz schön das Teil hier. Ein bisschen schade, dass hier nur zwei Plätze für Wolle sind. Ich hoffe mal, ich kriege die beide zusammen. Aber so nicht. Muss man noch ein bisschen zusammenschieben. Müsste das doch passen. Nein, du kannst sie nicht beide zusammen aufladen. Das finde ich aber schade. Wenn die nebeneinander stehen, dann geht es. Deshalb hauen wir die einfach mal daneben. Und dann machen wir das eben so. Ups. Moschendrahtzellen. So, komm. Hallo. Na, vielleicht rutschen sie auch hoch. Genau, das tun sie nämlich. Perfekt. Ich habe keine Ahnung, wo ich die jetzt hinstellen soll, weil... Hä, kein Platz mehr für Wolle? Kann gar nicht sein. Ich hau die erstmal hier hin. Na? So. Und diese hier würde ich gerne nochmal mitnehmen. Weil da geht ja noch mehr rein. Aber der hat jetzt gesagt, da ist schon wieder kein Platz mehr für Wolle. Das kann ja gar nicht sein. Wir haben ja gerade erst leer gemacht. Eigentlich muss da noch genug Platz sein. Nein. Oh. Hängen geblieben. Keine Ahnung, man sieht auch leider den Trigger nicht, aber... Warte mal. F5? F5 was? Also ich kann hier leider... Bin zu doof, ich erkenne hier keinen Trigger. Nee. Sehe ich einfach nicht. Vielleicht ist der Trigger da, wo der Anhänger steht. Und der Anhänger blockiert den. So. Jetzt gucken wir mal, ob sich diese Palette einfach füllt. Im Moment steht 0 da.
Das müssen wir jetzt einfach mal ausprobieren. Wir werden sowieso gleich den Anhänger hier auch wegbewegen. Weil wir müssen weiter Platz schaffen für unser Bauprojekt. Es wird ja alles hier ein bisschen umgebaut. Damit es für uns, effizienter wird. Dazu hauen wir hier noch 2 oder 3 Bäume um. 2 auf jeden Fall. Ein riesen Teil ist es. Und dann müsste das eigentlich passen. Aber ich glaube wirklich, der Anhänger blockiert den Trigger von der Wolle. So, dann ab in unseren Waldra. Und ein bisschen Bäume zerkleinern. Kommt ja immer mega viel raus bei einem so einem Baum. Mal gucken, wie viel es diesmal ist. 2 Bäume haben letztes Mal gereicht, um alles voll zu machen. Gute Menge. Hallo? Warum nimmt er den jetzt nicht? Hä? Irgendwie fährt er hier auch so langsam. Na komm, nimm doch den Baum hier. Ah. Muss ich jetzt einmal umdrehen oder was? Jetzt zerstöre ich dem Bauer sein Feld. Das kann ich nicht machen. Einmal um die Ecke fahren. So, vielleicht kommen wir von dieser Richtung jetzt so dran, dass es passt. Jawohl. Wir bewegen uns schon mal in Richtung Heizkraftwerk. Da können wir nämlich die Hackschnitzel ja... Ah, guck mal hier, jetzt stehen wieder 2 Paletten da, also das funktioniert. Können wir nämlich die Hackschnitzel gleich wieder verkaufen. Ja, die können wir eigentlich mal ausmachen. Und diesmal stehen wir auch deutlich besser dran wie letztes Mal. Irgendwie, hallo, ich will weiter weg. So, auskippen. Gucken wir mal, was uns das bisschen hier an Hackschnitzel bringt. Jedes bisschen Kohle ist wichtig. So, insgesamt 25.000 hat uns das Ganze hier jetzt, glaube ich, gebracht, wenn ich das recht gerechnet habe. Und dann werden wir jetzt noch ein bisschen anderes Zeug verkaufen. Jetzt habe ich da hinten ja immer noch so Markierungen stehen, die brauche ich nicht. Oh, knapp am Feld vorbei.
Ja, schön den Anhänger umgedreht. War zwar nicht ganz so geplant, aber nehmen wir trotzdem mal so hin. Dann fahren wir nämlich jetzt kurz mal zu unserem Hof, um dort noch ein bisschen Getreide zu verkaufen. Ich weiß gar nicht, was ich hier jetzt gekauft hatte und was gemietet ist. Oh, rote Ampel. Die rote Ampel wollte ich eigentlich nicht überfahren, das war ungeschickt. So. Sonnenblumen stehen nämlich gerade recht hoch im Kurs, über 3000. Habe ich vorhin gesehen. Da könnten wir mal einen Anhänger voll verkaufen. Haben wir über 80.000 auf Halde. Da könnte nochmal einiges an Geld zusammenkommen. Ups. Dann fahren wir hinten rein, dann können wir nämlich gleich vorne wieder rausfahren. So, was habe ich gesagt? Moment, wir gucken erst nochmal. Ja. Sonnenblumen 3025, Bahnhof. Und der Mais ist auch recht hoch. Den könnte man eigentlich auch gleich mitnehmen. Jetzt will ich aber noch kurz schauen, was gekauft und was gemietet ist. LKW, ah okay, das ist alles gemietet. Dann lohnt sich's umso mehr. Können wir ja voll laufen lassen. Können wir inzwischen die anderen zwei Anhänger holen. Weil da machen wir dann noch Mais rein. Och nee, ich habe da... Gut, können wir vergessen. Ich habe da keine Anhängerkupplung rangebaut. Weil ich eben den nur gemietet habe. Ach, das hat aufgehört. Ich dachte, das läuft weiter. So, insgesamt müssten da 4 mal 17 sind 68. 7 mal 3. Müssten fast 300.000 Euro zusammenkommen. Wäre ein satter Gewinn. Jetzt holen wir noch kurz die zwei anderen Anhänger. An den hier kann ich, glaube ich, anhängen. Nein. Jetzt habe ich die Deichsel verdreht. Egal, hat funktioniert. Haben alles dran. Muss ich nur hoffen, dass ich da hinten auch ums Eck komme. Oh, schon mal am Haus hängen geblieben. Aber ja, da haben wir mega Platz. Noch ein bisschen weiter. Dann nehmen wir Mais. Und auf dem letzten Anhänger auch.
Zack, die letzten 15.500 Liter. Und dann auf zum Bahnhof. Wieder einen krassen Roadtrain, den wir hier zusammengestellt haben. Insgesamt 106. Nein! Oh. 106.000 Liter Getreide. Na, der Betrunkene, der wartet für uns. Hoffentlich komme ich damit überhaupt durch den Kreisverkehr. Und jetzt noch den letzten. Und dann hauen wir den. Schicken wir den Zug los. Ja. Kann mal gucken, wo wir da drauf drücken müssen. Na hier. So, ab die Post. Bring mir gut Geld, Kollege. Ach so, in die Richtung fährst du. Bring mir gut Geld, ja. Hoffe ich mal. Ach, das ist ein Endbahnhof. Auch interessant. Muss der Zug hier immer rückwärts reinfahren. Wir fahren jetzt mal links rum raus. Da war ich nämlich noch nicht. Aber was wir dann auf jeden Fall machen könnten, wäre uns einen LKW mit Anhänger kaufen. Wenn wir so viel Geld haben. Oh, noch ein Kreisverkehr. Ich wollte eigentlich genau den Kreisverkehr vermeiden. Okay, kommen wir. Warnblinker. Und Warnleuchte. Wir fahren hier lang. Kurz mal das Auto im Kreisverkehr überholt. Nicht nachmachen natürlich. So, jetzt haben wir Geld gekriegt, aber... Hallo? Okay. Hallo? Irgendwie. Also, 276.000 haben wir gekriegt. Sehr nettes Sümmchen. Davon können wir uns jetzt natürlich einen LKW und auch einen Anhänger leisten. Müssen wir uns schon mal nicht mehr mieten. Und das werden wir auch gleich tun. Beziehungsweise, ja doch, machen wir gleich.